Ja, jetzt haben wir gerade hier am Kolumbusplatz jemanden gefunden, der weiß, was hier los ist. Und den fragen wir jetzt einfach mal. Es sind nicht viele Leute, aber hier soll was los sein. Was passiert denn hier? Servus, ich bin Thomas Maximilian von Thomax TV München und wir haben die Anmeldung mitbekommen, dass heute wieder demonstriert wird für die Freilassung bzw. die Umsetzung aus dem Krankenhaus JVA in eine normale Psychiatrie für Oberst AD Max Eder, der ja die letzten 3 Jahre, anfangs mit Karl Hills zusammen im Widerstand auf Demos gesprochen hat, unter anderem natürlich auch über seine private Ermittlungen gegen pädokriminelle Politiker zum Beispiel. Jetzt war ja das mit Prince Royce, das war ja eine mediale aufgepumpte Geschichte, sagen viele. Also die politischen Gegner selbst haben darüber gelacht, dass hier Prince Royce und irgendwelche Rentner zusammen sich gerauft haben und den angeblich eine Reichsbürgerzelle, Terrorzelle, hier praktisch versucht oder geplant haben, den Reichstag zu überfallen, so ungefähr, und das System zu stürzen. Und Naja, das Märchen ist uns bekannt, da müssen wir was aufpassen. Das wird hier auf YouTube veröffentlicht und die zensieren gnadenlos. Jetzt reden wir über die Märchengeschichte mal nicht weiter. Ja, Aber okay. dieser Oberst, der kommt in die Psychiatrie oder was ist da Nein, er los? ist jetzt im JVA, Krankenhaus in Hungerstreik. Ja, hat bloß nur 35 Grad Körpertemperatur oder sogar drunter mittlerweile. Er ist im Rollstuhl, trinkt auch kaum noch was, also so gut wie gar nichts. Ich glaube, verweigert sogar das Wasser, das war die letzte Meldung. Und wie gesagt, ihm wird vorgeworfen, Mitglied dieser Vereinigung zu sein, was ich mir nicht vorstellen kann. Wir haben ihn begleitet, all die letzten 3 Jahre auf Demos. Wir haben solche Treffen mit irgendwelchen Gruppen nicht mitbekommen, sondern einfach nur mit Orgas von angemeldeten Demos, wo man besprochen hat, wann er auftritt und so weiter, und hat halt da seine Reden gehalten für den Erhalt der demokratischen Grundordnung. Er steht hinter der BRD und auch hinter den demokratischen Wert, der da ist, ja, und hat es auch immer so kommuniziert, friedlich im Widerstand zu sein. Und man wirft ihm aber das Gegenteil vor, er hätte praktisch da mit denen was geplant, aber ich habe keinen Kontakt da mitbekommen. Wir haben ihn ja begleitet, wir waren in mehreren Städten und haben seine Reden auch gefilmt und Interviews mit ihm gemacht und so weiter. Also das sind Vorwürfe, die ihm gemacht werden, und jetzt hat man ihn in U-Haft unter schlimmsten Bedingungen, Haftbedingungen mit Fußfesseln und so, obwohl überhaupt kein Urteil da ist. Aber wir sind doch nicht hier in der DDR. Möchte man meinen, aber es ist so, dass die Anwälte nichts machen können, solange keine Anklage vorliegt. Also können die mit ihm jetzt machen, solange sie wollen. Aber beim Ballweg war es doch so, dass die 9 Monate in U-Haft gehalten haben, obwohl man eigentlich, so weiß ich es, nur 6 Monate machen kann. Wenn dann keine Anklageschrift vorliegt, muss man ihn normalerweise auf freien Fuß setzen. Aber man behandelt ihn in der U-Haft, wo eigentlich die Unschuldsvermutung gilt, wie ein Schwerverbrecher mit Fußfesseln und Zeug. Also das ist, und jetzt wollen die Kinder stehen auf, heißt die Initiative, zum zweiten Mal hier praktisch für ihn auf die Straße gehen. Und da gibt es dann auch noch eine Kundgebung mit Rednern vor dem JVA. Ich hoffe, es findet statt. Bisher ist hier noch gar keiner da. Und dann schauen wir mal, was wir da noch für Thomax TV einfangen können und ihr natürlich für LFM. Und mehr gibt es da jetzt nichts zu sagen. Also ich hoffe, dass noch ein paar andere Leute auch kommen, die werde ich auch nochmal befragen. Man muss immer 2 Meinungen hören, ja, als Journalist. Jetzt hören wir uns da mal ein paar andere an, falls noch welche kommen. Genau. Vielen Dank fürs Interview. Bitte, gerne. Ja, jetzt haben wir hier lange gesucht, wo die Veranstaltung ist. Wir waren am falschen U-Bahn-Ausgang. Und jetzt haben wir gehört, hier vorne sind die Leute alle schon da. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal hier an. In diesem Zusammenhang ging es darum, dass während des Besuches in Herrn L. in einer Gaststätte nach dem Kanal NTV eine Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg gezeigt wurde. Daraufhin hat der Beschwerdeführer
sich eben ereifert, laut sich über diesen Krieg und dessen Folgen und Umstände der Verursachung eben zu beschweren, zu ereifern. Der Beschwerdeführer, also der Herr L., suchte diese Gaststätte später nochmals auf. Allein der Gastwirt war zu diesem Zeitpunkt in der Gaststube anwesend. Der Beschwerdeführer verwickelte ihn in ein Gespräch über die Geschehnisse in Deutschland während des Dritten Reichs. Dabei übergab dieser dem Gastwirt in einer Mappe Informationsmaterial in Form von zwei Redemanuskripten. Darauf hat eben dann gegen diesen Beschluss des Thüringer Oberlandesgerichts beim Bundesverfassungsgericht eben Beschwerde eingereicht. Jetzt zitiere ich aus diesem Beschluss vom 9. November 2011. Und zwar zitiere ich aus dem Unterabschnitt 2. Hier heißt es unter 17 AA, Gegenstand des Schutzbereiches des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz sind Meinungen, das heißt durch das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens geprägte Äußerungen. Dann kommen noch ein paar Aufzählungen der von Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen der Vergangenheit. Sie fallen stets in den Schutzbereich von Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, also sprich freie Meinungsfreiheit, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr oder unwahr erweisen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind, als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Dann kommt wieder eine Aufzählung von verschiedenen Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen. Dementsprechend fällt selbst die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts als radikale Infragestellung der geltenden Ordnung nicht von vornherein aus dem Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 GG heraus.